Ja, einen schönen guten Abend. Ich denke, einige von euch kennen mich trotzdem oder trotzdem schon. Ich kann mich zurückerinnern vor 4 Jahren, als wir hier die Öffnung hatten, das Pre-Opening, das war ein langer Abend. Da wollte keiner nach Hause gehen. Aber für alle, die mich eben noch nicht kennen, also mein Name ist Josef Sier. Ich habe das Geschäft von der Pike auf gelernt, bin seit mittlerweile, kann ich nicht sagen, 45 Jahren Kaufmann und seit über 20 Jahren selbstständig. In dieser Selbstständigkeit habe ich schon einiges erlebt, mitgemacht. Ging los mit meinem ersten Markt, den ich nach 10 Jahren schließen musste, weil ein Wettbewerb gekommen ist. Auch meinen zweiten Markt gibt es nicht mehr, weil ein Wettbewerb gekommen ist. Wobei dieser Markt absehbar war. Vielleicht kann sich der eine oder andere erinnern an die Wunderburg in Bamberg, den ich damals vor 11 Jahren von der Edeka übernommen habe. Damals habe ich gewusst, dass dieser nur 3-4 Jahre laufen wird, bis ein entsprechender Wettbewerber kommt. Jeder hat zu mir gesagt, bist du verrückt, für 3 Jahre einen Laden machen, einrichten, betreiben, das kann doch nur in die Hose gehen, da kannst du eigentlich nur draufzahlen damit. Ich habe es gemacht, weil ich, seit ich selbstständig bin, immer nur Märkte gemacht habe für die Nahversorgung. So wie hier in Wallesdorf. Das ging los in Kümmersburg, mein erster Markt. Das war dann die Steigerung in der Wunderburg, die ich gemacht habe. Mittlerweile habe ich auch den Markt in Pyrbaum. Eine ähnliche Situation wie hier in Wallesdorf. Eine Gemeinde in ähnlicher Größe, vielleicht ein bisschen größer. Auch dort gab es mittlerweile mehrere Anfragen von Discountern und Ähnlichen, im Gewerbegebiet dort ansässig zu werden. Pyrbaum hat mich hier immer unterstützt und hat sämtliche dieser Anträge abgelehnt, weil sie genau wussten, wenn ein weiterer Markt kommt, der Ort reicht nicht für 2, dass einer gehen wird. Und gehen wird immer der Schwächere, denn ein Konzern, der hat Durchhaltevermögen, der kann ein paar Jahre mit roten Zahlen leben, der kann ein paar Jahre mit großen roten Zahlen leben, der kann mit Preisen rumknallen, damit er sich die Kunden holt. Das kann ein kleiner Selbstständiger einfach nicht. Und genau die Situation haben wir jetzt hier in Wallesdorf. Nur, dass hier die Gemeinde, der Gemeinderat einen anderen Weg geht, nämlich hier eine entsprechende Ansiedlung zuzulassen. Für mich bedauerlich, könnt ihr jetzt sagen, ja gut, in 3-4 Jahren ist für mich, für mein Berufsleben dann ziemlich Schluss. Bloß ich habe den Herrn Scheuring vor 1-2 Jahren mit ins Boot geholt, eben unter der Prämisse, dass dieser Markt hier noch lange, lange laufen wird. Dass er hier eigentlich eine Basis für sein weiteres Leben hat. Und ich möchte mir nicht nachsagen lassen, dass ich ihn hier mit reingeholt habe, nur damit er sich hier entsprechend dann nicht entwickeln kann, sondern dass er wieder dicht machen muss. Dann übergebe ich lieber gar nicht, dann hole ich mir die Anteile zurück und mache die Laden selber in 3-4 Jahren dicht, wenn es so kommen würde. Das war jetzt mal ein kurzer Abriss von meinem Berufsleben. Sie sehen, ich habe hier viele Erfahrungen gemacht, eben mit Wettbewerb, der dazu gekommen ist. Aber im Endeffekt treffen wir das immer den Kleinen, die kleinen Einzelhändler, die Großen, die nehmen keine Rücksicht. Die versuchen hier alles durchzubringen, ihre Umsätze zu machen. Alles andere ist egal. Ich wünsche hier den Wallesdorfern, nicht wegen mir, sondern wegen Herrn Scheuring oder auch für die Wallesdorfer selber, gerade für die nicht mobilen Einwohner, dass der Nahkauf noch sehr, sehr lange erhalten bleiben wird.